Strangers in the night, exchanging glances. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Cryptic Passage Blind LP. Wir sind am Friedhof angekommen. Und da stehen sie schon auf, die Toten. War bestimmt nicht der Einzige. Genau, da ist noch so ein Kerlchen. Auch er ist Feuer und Flamme. Und macht ein bisschen Sauerei mit roter Farbe. Hallo? Kick! Wunderschön. Ja. Okay, also auch wenn ich den... Wow. Auch wenn ich den Friedhof hier schon wieder sehe, muss ich sagen, die Level sind einfach klasse designt. Also die fallen mir echt gut. Und für damalige Verhältnisse ist das wirklich Vollpreisspielniveau. Also kann ich verstehen, dass Monolith den Mission Pack Hallöchen offiziell gemacht hat. Der ist es wirklich wert. So, jetzt können wir entweder hier lang oder hier lang. Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal den Weg. Nee, Freundchen. Die alten Graumäntel, die gehen mal auf den Sack, du. Das muss ich mal ganz ehrlich loswerden. So, weg ist er. Sehr schön. Und er lässt uns einen Tommy Gun, die wir gerade nicht gebrauchen können. Ansonsten braucht er noch eine Abreibung. So, hier brauchen wir einen Skalki, um in die Gruft zu kommen. Okay, dann müssen wir wohl doch zuerst den anderen Weg gehen. Die Muni lassen wir mal liegen vorerst. Ach, wunderbar, diese Level. Sehr schön. Was? Was? Hat jemand was gesagt? Ich glaube nicht. Okay. Und nochmal. Jawohl. So, dann nehmen wir uns die Flare Gun. Haben wir zwar schon, aber einen geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ne, Johnny? Okay, er hat sich entschlossen, liegen zu bleiben. Hätte er besser auch tun sollen. Ach ja, die armen Toten. Momentchen mal, was haben wir hier denn Schönes? Sieht ja fast so aus wie ein Schalter, ne? Spring mal rein, Caleb. Ja. Ganz akimbo, sehr schön. Haben wir auch mal wieder ein Secret gefunden, warum nicht? So. Oh nein, Phantasm. Hallo, Freund. Komm mal her. Also da habt ihr es ganz gut gesehen, man kann ihn wirklich nur angreifen, wenn er in seiner vollen Form ist. Und das ist er meistens nur, wenn er selber angreift, aber der war zum Glück schneller weg als der vor ein paar Leveln. Okay, ich glaube, es ist mal Zeit für ein Quick Save. Ah, ein Schalter. Und der Skalki, genau, den haben wir ja gesucht. Also wir können wieder zurück, hoffentlich ohne Respawns. Ich glaube, ich nehme mal unsere Tommy Gun. Okay, Freunde der Nacht. Dieses Mal im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, gehen wir mal in die Gruft hier. Oh, bitte nicht schon wieder Spinnen. Oh, Ratten, genauso schlimm. So, Freunde, ich habe was für euch. Oh. Okay, der blutige Schrank sieht verdächtig aus und ich sollte recht bewahren. Oh. Hui, da ist er gerade noch verbrutzelt, bevor er uns angegriffen hat. Also grillfest auf dem städtischen Friedhof, warum nicht? Oh, du Sau! Um Himmels Willen, Alter, geht's denn wirklich noch gemeiner? Also das war jetzt wohl übelste Sorte, ganz ehrlich. Da müssen wir gleich mal unseren Medkit nehmen, unseren schönen. Und der hat uns jetzt irgendwie kein Health gegeben. Also ihr seht, ich hatte Medkit auf 100, jetzt ist er runter auf 34. Aber unsere Energie ist immer noch auf 34. Ah, jetzt geht's, war nur ein Bug. Okay, ich dachte schon! Jetzt aber Schluss hier, Freunde. Bei aller Liebe. Der Spaß hat irgendwann mal ein Ende.
Hihi. Nochmal auf, bitteschön. Okay, da oben geht's weiter. Jetzt will ich mal gucken, wegen dem Dynamit. Genau, es gibt drei Sorten Dynamit. Können wir mal gucken, das ist hier so der mit, den kann man auf Kommando sprengen. Dann, das hier ist, glaube ich, der auf Bewegung reagiert. Also wenn ich da jetzt einen hinwerfen würde, dann würde der explodieren, sobald jetzt der Mönch reinlaufen würde. Also es gibt diese drei Sorten von Dynamit. Du Bumskopf, komm her. Der hat sich verpieselt, der Sack. Okay, da ist wohl noch eine. Der war ein bisschen dumm. Okay, Quick Save. Oh Mann. Okay, hier geht's einmal im Kreis. Nee, geht's nicht. Moment, Moment. Secret? Fragezeichen? Nein. Aber hier ein Schalter. Macht das garantiert auf. Habe ich mir schon gedacht. Okay, ein Dagger Key. Das erinnert mich so an Eye of the Beholder. Da gab es auch die Dagger Keys. So. Übrigens, tolles Rollenspiel, falls ihr es nicht kennt. Hat der feine LST auch geletsplayt. Hui! Teil 2 möchte ich nochmal ans Herz legen. So, noch ein paar Remote Detonators. Da müssen wir rein. Aber bevor wir da reingehen, würde ich hier gerne nochmal gucken. Ein Napalm Launcher. Den habe ich noch gar nicht demonstriert. Also in den engen Gewölben werde ich das auch nicht tun. Aber vielleicht, wenn wir mal wieder draußen sind. So, hier gab es einen Key. Jetzt müssen wir das Schloss nochmal finden. Es war da hinten. Save wir nochmal flink Türe auf. So, gut. Auf die Türe nochmal. Bitte, wir wollen raus. Na, guck mal an, wer da unten steht. Ach, komm, Junge. Junge, du bist ein Spielverderber. So, ein Eye-Key brauchen wir auch noch. Und noch ein Key. Wir brauchen noch zwei Keys Minimum. Das Level könnte... Hoi. Das Level könnte sich noch strecken. Du Sau. Mann. Die stehen aber wirklich fies in dem Level. Denkste, Freundchen. Oh, Fetti. Nee. Könnte ich einmal einen Napalmwerfer demonstrieren, oder? Also, zack. Da spratzelt alles auseinander. Also, ich würde da von der Explosion mich immer so weit wie es geht fernhalten, weil das haut einfach rein. Sieht man vielleicht hier auch an den Gedärmen und an den losen Händen. So, schön, schön. Muni. Vor allem für die Shotgun. Das sehe ich immer gerne. Nochmal so ein Fetti und eine Ratte. So, der erste ging durch ihn durch. Keine Ahnung, wie das. Oh, haha, scheiße. Oh, Mann. Wie wär's mit einem Quicksave? So kurz vorm Abnippeln. Du Sau. Haben wir den erwischt? Natürlich nicht. Oh, jetzt haben wir ein kleines Problem, glaube ich. Die Energie, die schwindet. Halte bloß die Füße still. Vor allem die blöde Ratte da hinten. Ich sehe sie schon wieder. Nein! Oh! Brauchen Secret mit Medkit oder so. Moment, ich werde mal kurz quicksave und versuchen da reinzuspringen.
Okay, da scheint gar nichts zu passieren. Das Feuer... Ach ja, genau, wir haben, glaube ich, noch diesen Feuer-Armor. Deswegen macht uns das Feuer nichts. Oh, das sieht aus wie eine böse Giftspinne. Die hält auch gleich zwei Schüsse aus. Mann, Mann, ich brauche Energie. Oh Gott, das könnte gar nicht zu einem besseren Zeitpunkt kommen. Gleich nochmal ein Save. So. Frage, bleibt das offen oder muss ich da wieder gegen die Zeit rennen? Okay, das ist auf jeden Fall da unten. Ne, es bleibt offen. Sehr schön. Nein! Braves Hundchen. Komm her, Hasso. Oh! Und da vorne sehe ich die Tesla-Ketten. Sehr schön. Kann es sein, dass wir die schon haben? Die haben wir ja schon längst. Habe ich auch noch nicht gezeigt, Tesla-Ketten. Also, die schießt schön mit elektrischen Geschossen. Wo ist denn der andere Kerl? Da oben, ne? Das war der Secondary Fire Mode. Da wird so ein riesiger Stromball geschossen und der ist ideal, um eine ganze Gruppe von Gegnern auf einmal auszuschalten. Braucht natürlich ein bisschen, bis die Tesla sich da auflädt und einen Schuss von sich gibt. Aber wenn man das gekonnt einsetzt, du dann... Mann, ich fall immer wieder auf die Deppen rein. Also wenn man das gekonnt einsetzen kann mit einem Secondary Fire Mode von der Tesla, dann bringt das was, wenn man hier... Ah. Okay, was gibt's da drüben? Wahrscheinlich nix. Nee, okay. Dann kicken wir mal, was das hier macht. Okay. Können wir wieder erraten, was jetzt passiert ist? Ich habe keinen Schimmer. Hm. Okay. Freunde. Nochmal. Mal zuhören, ob wieder was zugeht. Anscheinend nicht. Achso, sorry, das war der falsche Schalter. Wir müssen den aktivieren. Ah, da drüben. Jetzt halt. Und der LSD-König, der springt natürlich wieder genau dahin, wo er hin soll. Also, alle guten Dinge sind drei. Jetzt haben wir einen Eye-Key. Eieiei. Das heißt, wir können hier wieder hoch. Nee. Da müssen wir dann erst wieder hier raus und dann hoch. Vorbei an den Fettis. Die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. So, Eye-Key, da müssen wir rein. Ja, ja. Habe ich mir schon wieder fast gedacht, dass da so eine Pfeife steht. So, jetzt ist Ruhe. Ruhe, sagte ich. Oh, oh. Ja, genau, das habe ich ganz vergessen. Wenn der Napalmwerfer die Gegner nicht direkt trifft und vielleicht daneben einschlägt, dann kann es immer noch sein, dass die Gegner das Brennen anfangen, weil es ist ja Napalm. So. Das heißt natürlich auch, man kann selber brennen. So, geht das auf? Nein, das heißt, wir müssen bestimmt wieder tauchen und das hasse ich. Der Zombie von der Ford überlebt. So. Das lässt sich nicht aufmachen. Aber es geht bestimmt mit dem Schalter hier auf. Ich tauche jetzt erst nochmal auf.
Oder die Tür ging jetzt auf da oben. Das wäre natürlich die Alternative. Schauen wir mal. Jawohl. Also beim Auftauchen hängt da meistens ein bisschen unser Caleb. Ach, Klops. Nein! Geh weg! Ich habe auch im echten Leben eine Spinnenphobie, deswegen... Brr. Hat jemand schon mal mit dem Napalmwerfer auf Ratten geschossen? Sollte man mal ausprobieren. Ah ja, was sehe ich denn da schon wieder? Diggi. Krank, was die Typen aushalten, wirklich. Soderle. So, Ruhe jetzt im Kabuff. So, ich würde zuerst gerne mal unten weiter gucken. Ah, guck mal an, da ist ein Key. Und ein Life Leech, glaube ich. Ah, okay, die Tür geht nicht auf. Wir müssen oben rum. Kleine Vorsichtsmaßnahme. Klappt nicht richtig, weil ich habe schon wieder Angst, dass da die Spinnen kommen. Oder so eine Pfeife. Denkste Freundchen. Aber hallo, guck mal an. Ah. Mann, diese Scheißratten. Ich könnte kotzen. Quick Save. Es gibt hier gar nichts, wollte ich gerade sagen. Stimmt ja gar nicht. Es gibt Life Essence zweimal und ein Armor. Das nehme ich doch gerne. So, Tür Nummer 1 oder Tür Nummer 2. Falsche Tür. Oh, fuck, haut der rein. Stirb doch bitte endlich mal. Okay, er ist tot. Und ich auch bald. Ein Zustand, den ich bedauere. Immerhin ein bisschen Energie. Quick Save. Sorry, dass ich jetzt so exzessiv save, aber... Ich glaube, das ist eine Notwendigkeit. Beutelratten. So, jetzt ist aber Schluss. So, jetzt haben wir den Key. Bevor wir ins Wasser springen, wo wir wahrscheinlich hin müssen, würde ich gerne mal diese Tür öffnen. Genau, habe ich mir doch fast gedacht. So. Der tropft von oben runter. Secret? Ja, nein, nein. Eindeutig ist nein. Dann ab ins Kühle und nass. Okay, dann laden wir uns in Safe und wissen Bescheid. Vielleicht sollten wir mal das hier probieren. Ich weiß nicht, ob es klappt. Scheint zu klappen. Ich hoffe, das hat die Jungs nicht wirklich beeindruckt. Aber gut. Wenn es so nicht klappt, dann immer anders. Oh, Caleb, tauch auf! Du säufst ab! Also es geht wirklich sauschnell in dem Spiel mit dem Absaufen. So, jetzt weiß ich nicht mehr genau, welchen Weg wir gehen müssen. Ich glaube, nicht den. Ja. So. Keine Spawns. Keine Spawns.
fühle es. Wir sind in der Nähe des Ziels. Ich hoffe zumindest. Oh, Energie, sehr schön. Ich habe einen Zombie gehört. Okay, der kann ruhig ein bisschen schwimmen gehen. Ist mir wurscht. Denkste Freund. Boah! Sauloch. Wirklich, yay. Ich würde am liebsten jetzt jeden Zentimeter quicksaven. Er bleibt liegen. Wir haben fast keine Spinne. Fast keine Shotgun-Ammo mehr, wollte ich sagen. Nein! Weg? Oh, Secret. Schön. Gucken wir mal, was es da gibt. Nix. Na toll. Grrr. Voodoo-Puppe. Uah! Scheiße, scheiße, Mann. Da werde ich gleich mal reingucken. Mal gucken, ob es da wieder ein Secret gibt. Aber zuerst möchte ich mal nach oben gucken. Oh! Okay, Freunde. Ein Health. Das ist schon mal der sichere Tod. Vor allem mit dem Vollpfosten da hinten. Auch wenn es ein Volltreffer war. Lebt er jetzt noch? Ja. Oh, 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 oh. Ja, brenn ruhig. Brenn ruhig, du Mistsack. So, aktivieren wir einen Schalter. Kennt man vielleicht noch aus Duke Nukem. Aber immer wieder ein cooler Effekt. Ich bin so tot, wenn ich um die Ecke gehe, ich weiß es. Okay, hier ist das Ziel. Mit einem Energiepunkt. Das ist ja großartig, meine Freunde. Also, ich hoffe, ich überlebe es jetzt, wenn ich da reinspringe. A secret is revealed. Na, kicke mal an. Ah, secret level. Sehr schön. Drei von sechs Secrets ist in Ordnung. Ah, sehr geil. Dann machen wir weiter beim nächsten Mal. Bis dann. Servus.